So, wir stehen hier immer noch. Das ist übrigens auch ein sehr schönes Bild. La 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 la. Ich suche ein Buch. Ne, kein Buch. Nicht dieses Buch hier. Oh. Schreit ihr halt. Mann, Alter, wie lange braucht denn der Boss bitte zum Kommen? Hier, ich hüpfe ihn auf der Leiche rum. Muss ich weiter weggehen? Ah, da ist er. So, tschüss. Klar. Gut, den Boss brauchte ich also nicht. Gut, jetzt habe ich den Leuten den Boss gestohlen. Aber ich gehe jetzt den Weg zurück. Da habe ich den offenbar doch schon umgebracht. Aber, ernsthaft, wo steht denn tötet? Weil das müsste ja normalerweise dann da stehen, ne? Tötet so und so. Erforscht, 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 erforscht. Aber so Sachen wie tötet so und so habe ich jetzt nicht gesehen. Ist auch lustig, dass ich mit diesem Charakter auch so Sachen habe, die ich nie, die ich theoretisch nicht machen kann. Sollte ich die nicht eigentlich haben hier, die Errungenschaften? Weil das macht mich echt stutzig, weil irgendwie muss das doch das hier sein. Dum, 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 dum. Gegen die Uhr. Zitadelle von Hel'ra. Schließt die Zitadelle von Hel'ra innerhalb des Zeitlimits von 23 Minuten ab. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn links los? Was soll mir da los war. So, ich suche den Ausgang. Ah, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, der ist hier. Okay, ich habe falsch geglaubt. Scheiße. Zack, Nackenstich. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, weil jetzt muss ich, glaube ich, nur noch auf die andere Seite. Und dann nach rechts, wenn ich mich nicht irre. So, jetzt gehen wir wieder. So. Wir haben den Ausgang erreicht. Das heißt, wir können jetzt nach draußen. Endlich. Und dann begeben wir uns mal wieder, oder was ist wieder, zum letzten Himmelsscherbe und dann suchen wir Bücher. Bei den Büchern werde ich allerdings die anlassen. Und dann gehen wir die suchen. Das ist, glaube ich, wesentlich besser. Das Abenteuerleben fordert übrigens sein Tribut. Vergesst das nicht.
Alter, was ist denn hier los? Voll das Massaker. So, du. Himmelsschäbe geortet. Ort Himmelswacht. Okay, Himmelswacht liegt in den im Norden. Das heißt, ich muss den Hauptweg irgendwie losgehen. Wenn ich die Straße finde hier. Ah, ich habe die Straße gefunden. So, dann ist es relativ einfach. Himmelswacht ist ja eine zentrale Stadt und da führen alle Straßen hin. Wir müssen sie einfach nur noch nach Norden folgen. Aber ich glaube, ja, ich versuche mal an Onnil vorbeizugehen. Wegschrein von Tanzelwill. Oder ist das Tanzelwill hier? Ich hätte gern tatsächlich das HUD aus. Das wäre mir wesentlich lieber, als den Kompass auszuschalten. Ich hätte lieber den Kompass aus. Das wäre mir wesentlich lieber, als das HUD auszuschalten. Jetzt so rum ist richtig. Jetzt müsste doch irgendwo kämpfen. Legt fest oben rechts die Questübersicht. Stellt die Darstellung der Questgeber auf den Kompass. Irgendwas war da gerade. Die ganze Menge für Questobjekte wird weiterhin als anzeigen. Lebenslessen. Symbole, Anzeigeelemente. Aber irgendwie kann man den Kompass doch sicherlich ausschalten, oder? Ja gut, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen kann. Zur Not. Ein. Anzeigen. Ich kann das prinzipiell so machen. Da müsste ich jetzt gar nichts mehr sehen können. So. Hab gerade so ein bisschen gesehen, den Weg nach Tanzeville. Nach Himmelswacht. Das macht mir auch ein bisschen einfacher jetzt mit dem Steuern. So, nach rechts musst du gehen. Ich glaube, das wird die letzte Folge dieser Session. So, dieser Feldweg bringt mich nach Himmelswacht. Na, ihr kriegt ein Feuer. Eine Händlerin. So, ich hoffe, ich laufe richtig. Das da hinten sieht schon mal nicht so schlecht aus. Allerdings ist das nicht Himmelswacht. Was wäre es gewesen? Na gut, es ist... Keine Ahnung. Würde mich jetzt aber auch schon interessieren, was es ist, oder? Euch sicherlich auch, ihr wollt doch auch wissen, was für eine Stadt da drüben ist. Mathiesen. Okay. Sprecher hat gesagt Mathiesen.
Und da waren wir ja auch schon vor lange, lange Zeit. Ich finde das eigentlich nicht so schlecht, dass wir jetzt so eine Blindrichtung machen. In der Richtung, wo wir eine Himmelsscherbe suchen. So kriegen wir auch ein besseres Gefühl für die Welt hier. Und ich habe trotzdem noch Icons. Trotzdem noch Icons auf dem... Ach, das ist auch doof. Was ich gerne wollte, ist, dass keine Icons auf dem Kompass erscheinen. Oder Kompass aus. Das wäre auch cool. Ich lese das gerade vor oder durch. Ne, das ist nur eine Questgeber-Geschichte. Gut, das hat also auch nichts gebracht. Ja, tut mir leid, dass es jetzt, dass ich das jetzt machen muss. Aber es geht nicht anders. Man kann den Kompass, glaube ich, auch nicht durchsichtig machen, oder? Spielwelt? Meine Augen. Die tun weh. Warte mal, war das da? War das da? Nö. Oh, verdammt. Na gut, wenn das ein Verlies ist, dann muss ich so rumlaufen. Ansonsten habe ich die Erlaubnis, mit HUD zu spielen. Zumindest für die Zwischenreisen. Und für offene. Ich glaube, Bücher werden wir auch ohne finden. Aber ich habe ein relativ scharfes Auge, also das sollte an sich nicht das Problem sein. Ne, wir laufen schon richtig. Du läufst doch nur den ganzen Weg einfach nur weiter. Ja, das stimmt auch, aber wir gehen jetzt genau auf Himmelswacht hinzu. Wie? Du glaubst mir nicht? Und ich hab dir so vertraut. Tja, da wirst du jetzt auf die Schnauze fallen, wenn du mir nicht glaubst. Rechts, Matthiesen. Und auf den Berg liegt Dingensbummens. Himmelswacht, und wir nähern uns Himmelswacht übrigens von unten. Ich habe leider bin ich zu früh abgebogen, macht aber nichts. Wir kommen mal von unten rüber. Kehren wir halt durch den Hafen durch. Man muss zur Hafenkommandantur, um den Passierschein A38 zu bekommen. Na, Hafen sind wir da, wo Wasser ist. Ich finde die Stelle cool. Wer den Film nicht kennt, Asterix erobert Rom. Himmelswacht. Ah, wir haben eine Pause verdient vor der Reise. Tja. Ich würde sagen, hier ist ein idealer Punkt, um die Session zu beenden. In der nächsten Folge suchen wir den Himmelsschäme, die nennt sich übrigens... Moment. Über den Himmel wachend in einem Turm, der Schein
der Schwerter. Na, das wird ja interessant. Wie soll ich denn den finden? Hey, ist nicht ein Enkel von euch beim Militär? Ja. So. Stern, ja. Er ist so stolz, dass er diesen albernen Helm gar nicht mehr abnimmt. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Lava, Lava, Lava. Auriel behüte ihn. Das muss ja schrecklich gewesen sein. Psst, die Kinder wollen ins Bett. So. Gute Nacht.